Wenn die Axt in der Kopf platzt, heißt es Platzax. Was geht ab, Plakos? Ich bin Fat of Fat Beats. Hier links neben mir, Plako, böse Mann. Was geht, was geht? Was geht, was geht? Ladies and Gentlemen, welcome back to Plattaxt. Genau, Teil, keine Ahnung, bestimmt 100, noch was. Keine Ahnung, Alter. Sind wir jetzt auf den Ami-Film gekommen? Ja. Was geht, ladies and Gentlemen? Plattaxt. What's up, man? Plattaxt mit, ich hab den von meinem Vater, Bro. Ah, okay, okay. Ja, die erste Frage, klar, woher hast du den? Aber die zweite Frage, beziehungsweise die erste Frage erstmal, wie geht's dir, wie geht's deinem Fuß? Und es geht, die andere Verletzungen. Sag mal so, es geht bergauf. Den Cyborg-Stiefel, den habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Mhm. Und die Krücken, da seh ich auch nicht ein, mit denen rumzulaufen. Und dann habe ich gesagt, Vater, du hast doch noch so einen Stock. Und so, dann sagt er, ja, was willst du damit? Brauche ich doch. Gib her. Ja, gut. Also geht es jetzt so mit dem Laufen einigermaßen? Ja, ich kann, wie gesagt, Sprunggelenk ist gebrochen, da sind zwei Schrauben drin. Und ich darf normalerweise nicht drauf treten und nicht belasten. Die OP war vor jetzt 3 Wochen. Mhm. Aber ich bin Albaner und bei Albanern, wie gesagt, der Arzt hat gemeint, 6 Wochen Minimum. Okay. Nach 6 Wochen müssen die Schrauben wieder raus. 6 Wochen darf ich nicht belasten. Ich habe zu ihm gesagt, was bist du? Sagt er, ich bin Grieche. Du bist Grieche, wir sind Nachbarn, ich bin Albaner. Bei uns ist halbe Zeit, 3 Wochen. Also und bin zwei geteilt, gell? Ja, bin das aufgestanden, und der, nein! So von meinem Puls, Scheiße. Und so, guck mal, mein Puls auf 180. Vielleicht kannst du ruhig, Amigo. Ey. Ja, der dachte auch so, ein weiter Schrank fällt auf den was drauf. Geht, und so, Alter. Ja, Mann. Ja, Plako, auf jeden Fall, Bero Bass hat einen neuen Track veröffentlicht. Nein, kein Track, würde ich sagen, sondern ein Diss-Track. Ein Diss-Track, genau. So, da muss man dazu sagen. Das genauer zu bezeichnen. Ja. Und dieser Diss-Track heißt Echo. Was meint er mit Echo? Also damit meint er auf keinen Fall den Preis Echo. Da gibt es ja so einen Filmmusik, keine Ahnung. Ich dachte schon, da kommt die Überraschung jetzt. Nein, das ist auf keinen Fall nicht das. Genau. Auf jeden Fall hat er jetzt hier mal die Sau rausgelassen, was Farid Bang angeht. Okay. Oder was Farid Bang anbetrifft, hat er jetzt mal hier die Sau rausgelassen und hat den Farid Bang, sag ich jetzt mal, zerschreddert mit dem Track, weil das, da geht es eigentlich, eigentlich ist es mehr Real Talk wie das. Mhm. Genau. So in einem Track, in einem Song sozusagen genau. Verpackt. Und das ist auch richtig, ich sag mal so, das ist auch, wir sind immer noch in der Rap-Szene, so weißt du, ich meine. Das ist ja immer noch ein düsterer Beat, ne? 96 BPM, Bero Bass mit seiner tiefen, harten, männlichen Stimme da drauf, weißt du, ich meine? Und natürlich mit harten Punchlines und Disses und Fronts und so weiter, hat er dem natürlich jetzt hier gute Stirn geboten. Was jetzt halt von Farid Bang da zurückgekommen ist, am selben Abend veröffentlicht wurde. Also ich habe erstmal lachen müssen, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein. Was da abgeht. So, meinst du jetzt Boyband Bang oder wie man die nennt? Ja. Was hat denn, ich muss jetzt sagen, ja, also ich fand es recht amüsant, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, die Themen, die jetzt Bero Bass in seinem Diss anspricht, die sind halt alles nur nicht zum Lachen. Alles nur nicht zum Lachen. Und jetzt ist halt so, jetzt hat der Farid hat das Ganze jetzt hier mit seinem Boyband Group. Track, keine Ahnung, wie man das sagen, wie man das betiteln kann. Popmusik. Popmusik, nee, keine Ahnung, das hat jetzt mit Rap irgendwie gar nichts zu tun. Hat er jetzt, das ist so ein bisschen, so, ich sage jetzt mal, ins Lächerliche gezogen. Damit hat er den Bero Bass jetzt noch mehr getriggert. Und der ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, der Bero. Ja, ich habe gesehen auf jeden Fall, der Bero hat da auch noch was vor. Der hat noch was vor, ja. Ich mein, weiß gut, Bero Bass, bei dir weiß ich nicht, aber... Ja, also der redet von Phase 2 jetzt. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber der redet von Phase 2. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Das heißt, er findet das gar nicht lustig. Er nimmt die Sache schon ernst. Er findet das nicht lustig, weil, guck mal, das, was er hier nicht lustig findet, was ich auch nachvollziehen kann, ist tatsächlich die Tatsache, dass er hier hauptsächlich auf sein Handicap losgegangen ist. Mhm. Mit der Hand. Mhm. So. Okay, man kann jetzt hergehen und sagen, okay, der will jetzt damit den Bero Bass treffen.
Fakt ist aber, dass Millionen von Menschen in Deutschland, ich rede jetzt nur hier von Deutschland, weil das wird hauptsächlich in Deutschland gesehen, auch dieses Handicap haben. Ja? Oder gehandicapt sind mit der Hand. Und dann wo die Hand eingeschränkt ist, was Bewegungen und alles Mögliche angeht. Und der hat das ja erst seit 3 Jahren. Seit 3, 3,5 Jahren, der Berobast. Aber vorher, weißt du ja, ne? Ein Stamm von einem Mann. Großer, strammer, breiter. Strammer. Der, wie gesagt, der Bärenkurde haben wir ihn genannt. Genau. Ja, und dann kam halt diese Sepsis, ja, diese Blutvergiftung anhand von Zeckenbissen. Und so schnell kann es gehen. Ja? Und tatsächlich ist es halt so, dass wirklich Millionen Menschen betroffen sind von solchen Handicaps. Und man kann das sehen, wie man will, aber letztendlich spricht er irgendwie oder geht der Diss quasi an alle, die irgendwie mit der Hand ein Handicap haben. So. Ja. Ja, ich meine, Plago, dieses Thema war ja letztens auch ganz groß bei so gewissen Leuten, wo sie Humor gemacht haben über Menschen mit Handicap. Und da war halt der Aufschrei ganz groß. Okay. Und jetzt warte ich mal, wo ist der Aufschrei? Jetzt sage ich mal, weil wenn die jetzt nicht hier diesen Aufschrei machen, da gibt es gewisse Rapper auch. Also ich rede von dieser Rap-Szene, dann nenne ich das ganz einfach Doppelmoral. Du kannst sagen, wie du willst. Da ist doch der eine da, dieser, ich will nicht mal seinen Namen erwähnen, Alter, dieser, ich komme nicht drum rum, dieser Rotz. Der ist ja selber gehandicapt und feiert den Track gegen Berobast. Das muss man sich mal reinziehen. Also kranker geht's gar nicht. Also es ist geistesgestörter geht's gar nicht, was hier läuft. Das ist selber, der Typ ist selber gehandicapt. Weißt du, ich meine? Ja. So. Und was macht der? Der feiert das unnormal, wie er jetzt den Berobast hier beleidigt. Dabei beleidigt er Millionen von anderen Menschen, die hier gehen und auch ihn selber. Aber egal, scheiß drauf. Okay. Ja, nee, nur damit die Leute sich auch mal angesprochen fühlen. Und damit die wissen ganz genau auch. Ich meinte jetzt nicht nur den, sondern auch andere. Aber, ja. Aber jetzt pass auf. Fand ja gerade. Scheiß drauf. Lupia. Jetzt pass auf. Wir haben heute, das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich kann es kaum erwarten, ich habe extra keine Uhr heute angezogen. So, ja, das hat einen Grund. Wir haben hohen Besuch aus Hannover. Genau, und zwar haben wir, ist heute der Chefdesigner, Uhrendesigner, exklusive Uhrendesigner von Sophie Watch. Und der hat mir was Exklusives zusammengebaut. Also ein Unikat sozusagen, eine Böse-Mann-Uhr hat er mir gebaut. Geil. Und der Sophie ist hier. Ich würde sagen, Plako, mach doch dem Gast Platz. Sehr gerne. Genau, und wir lassen ihn willkommen, weil ich will meine Uhr, Alter. Okay, ich würde sagen, wir machen hier kurz. Ich bin auch gehandicapt, deswegen kann ich nicht aufstehen. Macht euch nicht lustig über mein Handicap. Ja. Absolut nicht. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich übergebe das Mikrofon an unseren Spezialgast heute. Jawohl. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da auf dich zukommt, gell? Ich kann es kaum erwarten. Komm, let's go, Alter. Ich muss kurz auf. Servus. Da bist du, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, Mann, beim Gast steht man auf. Das ist moin. Mein Bester. Nimm Platz. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ach, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, dass du eingeladen bist. Du bist ja nicht mit leeren Händen gekommen. Also, stell dir erstmal kurz vor. Du bist von Sophie Watch der Designer. Richtig. Du bist der Chefdesigner. Genau, ich bin die Ein-Mann-Armee von Sophie Watch. Ich mache quasi alles. Also, ich mache das Design. Ich kümmere mich um unser Material, ich kümmere mich quasi um die Uhrenmanufaktur, wo das Ganze hergestellt wird. Okay. Und mache alles vom Vertrieb, von der Herstellung her, vom Design her. Respekt. Vielen Dank. Die Uhr, die du an dem Gelenk hast, ist eine Sophie Watch? Genau, das ist eine Sophie Watch. Also die Leute, die meine Uhrenmarke kennen, die wissen auf jeden Fall, Markenzeichen ist das arabische Ziffernblatt. Okay. Da ich ja ursprünglich Kurde bin, aus Nordirak, Kurdistan. Genau. Und so in unserem Bereich wird dann quasi mit der arabischen Schrift auch geschrieben. Quasi wie im Persischen Reich, beziehungsweise im Iran. Okay. In Kurdistan, in Syrien, Irak, in den Ecken. Deswegen. Okay. Genau. Also die Uhr hat schon was. Ich meine, ich hab ja von dir schon zwei Uhren bekommen. Genau. Die mit dem Gummi, mit dem einmal Kunststoff, die genau. Mit dem goldenen und dann noch eine andere auch so in Vollstahl. Genau, mit dem Bordeaux-Rot, richtig? Mit dem Bordeaux-Rot, die sind richtig geil. Die sind mega schön. Die sitzen auch richtig gut. Die feier die. Auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf diese Spezialuhr von dir. Genau. Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich dabei. Da bin ich aber mal gespannt drauf. Eine Kleinigkeit. Aber auch eine spezielle Anfertigung. Also bei mir ist eine Spezialanfertigung.
Genau, richtig, weil Besabes, einmal ein Wort, ich habe dies versprochen. Ja, der Kurde weiß, was Besabes ist und er hat es gelernt auf jeden Fall. 100%. Besabes ist ein Mann, ein Wort, es gibt kein Zurück. Ein Mann, ein Wort, das stimmt. Bei Besabes gibt es kein Zurück, Plakus. Ich habe an der Stelle tatsächlich nicht an Fatou gedacht, was die Spezialverdienung angeht, also tut mir leid, aber dafür habe ich auch was ganz Nettes dabei. Aus deinem Sortiment, aus deiner Kollektion. Genau, richtig. Ich wusste halt nicht, was dir gefällt. Ich habe nur noch mal mit Bösemann gesprochen. Ich wusste noch mal. Ja, ich habe jetzt nichts gesagt. Plakko, soll ein bisschen Überraschung sein. Ne? Ich meine, wir haben jetzt die Uhr nicht gesehen. Wir wissen nicht, was Sache ist. Ich würde sagen, wem willst du dir die Uhr als erstes übergeben? Ich würde sagen, erstmal Fatou. Weil er der Jüngere ist. Genau. Und das Beste kommt zum Schluss. Und das Beste kommt zum Schluss. Da sind wir mal gespannt. Also gut, let's go, Kamerad. Bitte schön, Plakko. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt drauf, was für eine geile Uhr das ist. Plakko, die Packung ist ja besser wie die iPhone. Die Packung ist krass. iPhone ist krass. 16 oder so. Also ich sag auch mal so, in diesem Preissegment, wenn man sich mit Uhren auskennt, so eine Verpackung gibt es in diesem Preissegment nicht. Hammer, Hochglanz. Okay. Das gibt es nicht mal bei Tissot. Gibt es nicht bei Tissot. Nee, Tissot gibt es. Klavierlack tatsächlich, genau. Plakko, das ist meine richtig geile Uhr. Vielen Dank. Edelstahl, genau mein Geschmack. Sehr schön. Echt? So muss das sein. Richtig. Okay, okay. Metallarmband. Schöne runde Form. Ich muss die ganz kurz mal in der Kamera halten. Plakko, zieht euch diese Uhr rein. Geil. Hammer. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So. Ich hoffe, die passt ja auch. Ich habe die schon angepasst. Das sieht schon geil aus, die Uhr auf jeden Fall. Wirklich mega schön. So, gut jetzt, geh weg. Weg jetzt. Bring mir meine Uhr. Das ist jetzt meine. Das ist deine. Yeah. Ich bin gespannt, wie der Schuh, der spannt, weil mein Fuß geschwollen ist wegen den zwei Schrauben. Passt perfekt. Echt? Top. Okay. Perfekt. Exorsch, Plakko. Exorsch. Nochmal, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. So, jetzt kommt meine. Also die hast du jetzt extra für mich angefertigt. Extra für dich. Das heißt, okay. Die gibt es noch einmal auf der Welt. Also, Sophie. Wie gesagt, ja, ne? Ich bin auf deine Reaktion gespannt. Ich kann es kaum erwarten, Alter. Ich schwöre dir. Also ich muss sagen, liebe Kinder, wenn ihr dem Bösen hier eine Überraschung machen wollt, ich bin immer gern so überraschbar, sagen wir es mal so. Aber hier eine feine Kiste hier, das ist ja. Klar, Lack. Ich muss sagen, das ist so eine Uhr, also entweder gefällt es ihm zu 100.000% oder er findet die vielleicht nicht so schön. Ich bin gespannt, Bro. Da gibt es nichts dazwischen. Hm? Wuhu! Geil! Richtig geil! So, wuhu! Ey, da ist sogar ein albanischer Adler drauf. Meine Lieber, das ist eine Garantiekarte, oder? Nein, das ist einfach nur, dass man sie sehen kann. Brutale Uhr, oder? Willst du ein paar Eckdaten wissen? Ja, bitte. Also Gehäuse, 316 Edelstahl. Es gibt unterschiedliche Arten von Edelstahl, wenn man da ein bisschen im Thema mit drin ist. Es gibt 304er, es gibt 316er. Okay. Habe ich extra dafür entschieden, ist hochwertiger. Es hat deutlich wenig Nickelanteil. Das heißt, für die Leute, die zum Beispiel eine Edelstahlallergie haben, da brauchen die sich keine Sorgen machen. Weil die Allergie wird meistens ausgelöst durch den Nickelanteil, was dann reagiert mit dem Schweiß. Und dadurch bekommt man dann Ausschlag, da hat man keine Befürchtung. Also das ist da extrem unwahrscheinlich. Okay. Silikonband haben wir nochmal in Rot, Ziffernblatt in Schwarz, das ist aber richtig albanische krass. Farben, Datumsanzeige. Wahnsinn. Guck mal, da sieht man jetzt, pass auf. Was ist jetzt? Ach, und noch wichtig ist, den anderen sieht man alles. Die Ziffern leuchten auch im Dunkeln. Die Blau. Leuchten im Dunkeln. Ah, hellblau. Okay, okay. Wenn das genug Sonnenlicht ist. Geil, Alter. Das ist richtig geil. Das sieht richtig geil aus. Das ist meine neue Lieblingsuhr jetzt. Freut mich zu hören. Mein lieber Mann, mein lieber Scholli. Ja, die Uhr steht mir. Ich bin ein Uhrenliebhaber. Ich bin ein Uhrenfetischist, ich schwöre dir. Ich habe, ich meine, weißt du, ich glaube, an diese Uhr, sage ich jetzt mal so, kommt keine Luxusuhr ran. Ich hab Luxusuhren. Ja, ich habe früher, ich habe gutes Geld gemacht. Dann habe auch hier das eine oder andere mir gegönnt. Ja. Aber diese Uhr, muss ich ehrlich sagen, die übertrifft jetzt wirklich alle. Vielen Dank. Scheißegal, ob da jetzt AP draufsteht oder ob da, keine Ahnung, Hublot oder Rolex steht. Oder Bösemann. Aber hier steht Bösemann und da ist der albanische Adler drauf. Und deswegen
übertrumpft diese Uhr alle Luxusuhren, die ich habe, mein Bra. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich schwöre dir, Bra. Maschine, was schon. Es ist wunderschön. Also als ich die selber gesehen habe, ich habe die anprobiert und dann dachte ich mir erstmal, überlege meine eigene Kollektion nochmal zu machen. Willst du so eine, das ist ja jetzt ein Unikat, ne? Das ist ein Unikat tatsächlich, ja. Das heißt, wenn ich das jetzt nachbaue, 1:1, dann ist es kein Unikat mehr. Das ist kein Unikat mehr. Es macht nicht wirklich Sinn. Macht nicht wirklich Sinn. Man kann vielleicht was Ähnliches machen. Okay. Aber wenn jetzt aber jemand auf die Idee kommt und sagt, ich will jetzt genau die gleiche Bösemann-Uhr wie die vom Bösemann am Handgelenk. Muss ich ihn enttäuschen wahrscheinlich. Muss ich ihn enttäuschen? Muss ich wahrscheinlich enttäuschen. Tut mir leid. Das finde ich klasse. Gibt's nur einmalig. Also das ist einmalig, ja. Aber ich muss auch sagen, die Uhr ist auch richtig. Vielen herzlichen Dank. Richtig geil. Dankeschön. Und vielen, vielen du hast Dank. Auch die ähnliche, das heißt, genau. Wir haben hier einen ähnlichen Geschmack. Richtig, richtig. Genau. Aber mein Geschmack hat er auch getroffen, Bra, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Kutschesee, Monsieur Point. Böser Mann ist drauf. Besser geht nicht. Das ist meine Lieblingsuhr. Passt auch super zum Ring. Perfekt, oder? Was mir auch wichtig ist bei den Uhren, ist auch nicht nur das Design an sich oder ein tolles Produkt rauszubringen, sondern auch dieser ethische Aspekt. Also da braucht man irgendwie keine Angst haben, dass da irgendwie, fragwürdige Sachen passieren, hier oder da oder keine Ahnung, irgendwie Kinderarbeit oder ähnliches betrieben wird und ganz im Gegenteil. Also das ist jetzt die neueste Kollektion, die gerade rausgekommen ist, die heißt Lemani. Das ist die Heimatstadt, wo meine Eltern herkommen, aus Nordirak, Kurdistan. Und da bin ich gerade noch mit einigen Partnern im Gespräch, aus Afrika tatsächlich, dass wir 20% von den Einnahmen nehmen wollen und damit Wohnen in Afrika finanzieren wollen. Klasse. Vielen, vielen Dank. Das finde ich super. Alles, was an Kinderhilfsorganisationen geht und so weiter, finde ich super. Also wie gesagt, unterstützen wir natürlich auch. Sehr vielen klar. Dank, vielen, vielen Dank. Noch eine andere Frage, wenn man jetzt so eine Uhr haben will, wo kriegt man die her? Auf dem Online-Shop? Ja, www.sophiewatches.com. Ganz normal, ihr könnt auch tatsächlich einfach über Instagram schreiben, also das ist eigentlich für mich sogar relativ entspannter. Wir tun mal jetzt in die Beschreibung die Instagram-Seite von Sophie Watches und die Webseite, den Shop sozusagen da rein. Und wie gesagt, liebe Kinder und liebe Menschen da draußen, liebe Kinder, die Uhr gibt's nicht, die gibt es nur für mich. Finde ich klasse. Die ist wunderschön. Ja. Wie kommt man dazu, Uhren zu machen? Ich muss kurz einen Smalltalk hier machen mit dir. Kurz und knapp? Kurz und knapp. Wie kommt man dazu? Oder wie kommst du dazu, selber Uhren zu designen? Oder was geht, Bro? Wo wollen wir hin? Gute Frage tatsächlich. Ja. Also für die Leute, die mich draußen kennen, die paar Leute. Und zwar bin ich sehr großer Uhrenliebhaber. Ich trage tatsächlich Uhren, seitdem ich klein bin. Also haben wir zwei was gemeinsam. So sieht's aus. So sieht's aus. Nee, Uhren liebe ich wirklich. Also ich wirklich auch. Jegliche Marken. Also Seiko finde ich zum Beispiel extrem gut, was die Preisklasse angeht. Rolex sowieso, Patek Philippe, Audemars Piguet etc. pp. Und von klein auf schon immer Uhren getragen. Als ich größer wurde, konnte man sich dann hier die ein oder andere Uhr leisten. Ja. Bei mir war da aber immer die Sache, ich war nie hundertprozentig zufrieden mit Uhren. Also da gab es immer so hier und da irgendein Detail, womit ich nicht ganz einverstanden war. Okay. Und die Uhren, die ich wirklich extrem schön war, die waren halt nicht so für meine Brieftasche gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Und da kam ich einfach auf die Idee, meine eigene Uhrenkollektion rauszubringen. Hab dann mit den Designs ein bisschen angefangen. Hab das Ganze über ein iPad gemacht. Und nochmal einen Designer beauftragt, der das Ganze quasi nochmal digital macht, da ich digital jetzt nicht mega affin bin. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen und dann saß ich eines Tages da mit meiner eigenen Uhrkollektion. Voll geil. Das war die Poseidon East, meine allererste Uhr. Muss auch dazu sagen, vielen lieben Dank an meine Familie, an meine Freunde. Also ich habe Gott sei Dank ein gutes Umfeld, die mich da seit Tag ein supportet haben. Mein Support hast du auch. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sehe ich auch. Genau. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich es rausgebracht. Voll geil. Ja, Instagram rausgebracht, also wirklich, ich habe auch gar keinen Plan gehabt, keine Sache, da gab es keine Agenda hinter, sondern dachte ich mir einfach nur, komm, ich bring's einfach erstmal raus. Und wurde auch tatsächlich aufmerksam auf, ich weiß nicht, ob du den Rapper aus Hannover kennt, KQG, aus Hannover schon mal gehört? Das sagt mir gar nichts. Ist in Hannover ein kurdischer Rapper und der hat tatsächlich die Uhren sehr gefeiert, haben uns mal zu einem Essen getroffen und der war mein allererster Supporter, was die Uhr angeht. Und dann kam das eine nach dem anderen. Ne? Und dann eins jagt das andere, so sieht es aus. Richtig, genau. Die richtige Promo ist natürlich alles in so einem Geschäft. Hundertprozentig, genau. Klar, auf jeden Fall. Wenn man das an den Mann bringen kann. Super. Sollen wir für Farid Bang auch so eine Uhr bauen lassen? Echt, was soll denn da drauf? Kann mir schon was bringen. pass auf, lieber Farid Bang, falls du Bock hast auf so eine exklusive Uhr, nicht eine von der Stange so. Nicht eine von der Stange, sondern exklusiv handgemacht wie die vom Bösemann hier. Dann melde dich doch einfach bei Sophie Watches.
Ja. Genau, die gibt es auch bestimmt mit sehr vielen Farben drauf und so, ja. Die, so wie bei mir ist mit Rot, ich feiere das auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also das Grinsen... Ist wieder herzlich willkommen. Also. Ja, natürlich. Ich mein, keine Vorurteile. Also ja, nee, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, hier geht es um Uhren. Und weil der Farid Bang, der flext ja gern mit seinen Uhren. So. Aber das sind halt Uhren aus der, von der Stange. So. Ja, 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 so, ja, ja. Egal, was die kosten, die sind von der Stange. Die hier nicht, mein Lieber. Das stimmt, tatsächlich. Also wie gesagt, wenn du mal eine haben willst, die nicht von der Stange ist, oder von der Stange hört sich auch so komisch an, vom Band ist, dann melde dich doch einfach hier bei Sophie Watches auf Instagram Sophie Watches. Instagram, Watch, Homepage, egal. Genau, genau. Die gibt es in Gummi, die gibt es auch in Silber. Genau, richtig. So, mein Lieber, ihr seid ja jetzt von Hannover hier angereist. Richtig. Klar, habt euch jetzt hier in Nagold eingecheckt im Hotel. Wie gefällt euch die Stadt? Wunderschön. Also sehr idyllisch. Ja. Kleinstadt halt, auch mega sauber. Die Luft ist auch extrem gut hier. Also richtig, hier ist die Welt noch in Ordnung. Verglichen zu Norddeutschland. Genau, das im Vergleich zu Norddeutschland ist natürlich eine ganz andere Welt. Das stimmt, das stimmt. Genau, ihr seid im Hotel eingecheckt. Ihr seid, bleibt natürlich hier noch. Genau, richtig. Bis morgen. Richtig. Das heißt, ihr fahrt heute nicht zurück. Im Gegenteil, ihr seid mit uns dabei beim Ardian Krasnitschi Boxkampf. Da geht es um, einen Weltmeistertitel, Interkontinentaltitel. Genau, genau. Und da bist du und dein Freund natürlich auch. Da fahren wir jetzt danach der Platz direkt hin. So machen wir das. Und genießen den Kampf. Bis dahin, lass uns mit Vater noch ein bisschen das ein oder andere quatschen. Natürlich, ich will mit dir gar nicht weiter steuern. Vielen Dank nochmal. Alter, Bre. Pass auf dich auf. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Pass auf dich auf. Plakos, jetzt bin ich wieder da. Auf jeden Fall. Am alten Platz. Wir sind jetzt, sehr coole Jungs. Sehr ausgestattet mit Uhren von Sophie Watch. Genau. Der Vater allerdings aus der Kollektion, die aber wirklich sehr, sehr schön ist. Sophie, brutal. Bitte auch so eine Uhr finden, vielleicht an mich. Ja. Ja. Weil bei mir ist es halt schon, wie gesagt, diese Exklusive, das ist ja schon was anderes. Geile Uhren auf jeden Fall, gefällt mir. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Deutschrap. Deutschrap, ja. Deutschrap und das Gegenwind, Echo. Und Gegenwind. Bero. Genau, und andere. Tatsächlich ist es so, Bero ist jetzt getriggert sozusagen von diesem ganzen, von dieser Diskriminierung sozusagen aufgrund seines Handicaps ist jetzt sozusagen getriggert und nicht mehr aufzuhalten. So wie ich Bero kenne. Nicht mehr aufzuhalten. Absolut, ich habe ihm auch, gesagt, kriegen wir das irgendwie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so auf anderer Ebene irgendwie gebacken und so weiter. Er sagt, nein, es bleibt alles schön musikalisch. Mhm. Und Die wollen sich da jetzt auf Musikebene richtig beefen. Sollen sie machen. Sei ihnen gegönnt. Mhm. Sei ihnen gegönnt. Der Bero ist auf jeden Fall drauf. Der Bero Bass ist natürlich, der ist ein Dickschädel auf jeden Fall. Der will es jetzt wissen. Der will es jetzt wissen und was soll man sagen? Er ist böser Sound. Wir sind seine Wand. Bei böser Sound gibt es auch nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Bei uns böser Sound ist Krieg einfach. Einfach nur Krieg. Ja. Scheiße, jetzt haben wir den Sophie Watch gar nicht gefragt, was er zu dem ganzen Beef und so weiter sagt. Ich weiß nicht, hört der Hip-Hop? Der Sophie Watch? Ich glaube, ja. Klar hört der Hip-Hop. Ja. Hört der Sophie Watch Hip-Hop? Komm, lass dich doch mal kurz hin, Alter, oder? Ja, komm mal. Wie sieht man den dann hier? Ja, klar, komm. Ja, komm jetzt. Komm hier, wir machen das einfach mal hier ganz, ganz spontan. Ohne viel. Ja, genau. Komm, mach hier so mit Kamera, Bayern und Gorg und so, weißt du? Genau. So, hier. Damit wieder. Ja, hier. Heb das nur so. Ach so, okay. Hört man ja, ja. Genau. Einfach nur so heben. So, okay. Genau. Jetzt pass auf, rapmäßig, du hörst ja auch Rap und so, du hast ja mitgekriegt und so weiter. Was sagst du, was sagst du zu diesem ganzen, was gerade abgeht in der Deutschrap-Szene? So? Böse Mann, seit er da ist. Ich meine, es hat sich einiges irgendwie, hat sich was geändert? Oder wie siehst du den Verlauf der Deutschrap-Szene seit meinem Einmarsch? Was sagst du? Fällt mir nur ein Wort ein, Energie. Also deutlich mehr Energie drin. Da ist Energie drin. Also komplett den ganzen Laden aufgeschmissen. Also wirklich. Alles durcheinander. Alles durcheinander. Aber ich meine, wurde auch langsam Zeit. Ja, das stimmt. Wurde auch Zeit. Aber, jo, weißt du, man kann sagen, was man will. Aber seit ich da bin, es wird geboxt. Zum Beispiel, ja. Es wird gebieft. Ja. Es wird geprügelt. Man steht vor dem Haus. Man macht dies und man macht das. Das ist halt wirklich,
Seit ich da bin, genau. Was sagst du denn, was hörst du eigentlich so für Musik oder hörst du irgendwas? Hörst du Deutschrap? Musikalisch, Deutschrap habe ich früher eher mehr gehört, mittlerweile irgendwie ein bisschen weniger. Also es hört mich irgendwie nicht. Klingt alles auch, also ich will niemandem irgendwas schlecht reden oder so. Gibt gute Artists da draußen, aber das klingt für mich irgendwie ein bisschen alles gleich, habe ich das Gefühl. Also bin mehr so Richtung holländischen Rap, schwedischen Rap. Okay. Da finde ich, geht das deutlich auch mehr ab. Und ist auch mal was Neues ein bisschen, ne? Genau. Im Vergleich dazu. Ja. Also wie gesagt, wir sind ja sowieso so eine ganz andere Sparte, so böser Sound. Das richtig, ist nur, richtig. Das ist so Schreihals-Rap. Auf die Fresse-Rap. Da auf die Fresse, Brecheisen-Rap sozusagen, Baseballschläger, aufs Hirn-Rap, auf den Schädel oder hier den Krückstock ins Genick rein. Zum Beispiel. Sowas, ne? Also es ist jetzt nicht jedermanns Sache. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wir machen das, was wir wollen. Das ist halt so ein bisschen unsere Passion, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben unser Geld anders verdient, verdienen unser Geld auch immer noch anders. Ja, ja, ja. Da spielt das hier keine Rolle, also, weiß ich mal, für uns. Das ist einfach nur ein guter Zeitvertreib. Nee, ihr macht auch nicht den Eindruck, als hätte ich das irgendwie nötig. Oder? Also weil du hast mich jetzt hier kennengelernt, ja, du richtig, weißt, wo wir richtig. Hier sind und wie es uns hier geht oder wie es mir geht. Auf jeden Fall. Und sei alles von Herzen gegönnt. Danke dir. 100%. Genau. Vater, was geht? Also übernehme ich hier wieder. Ja, das übernimmt hier. Hier langsam wie bei. So, ich würde sagen, wir machen auch langsam Schluss, weil Ludwigsburg, wir sollen nach Ludwigsburg fahren. Genau, Ludwigsburg, MHP Arena. Genau. Adrian Krasnitschi kämpft, Altin Sogai unter anderem und ein paar andere geile Kämpfer. Okay. Auf jeden Fall. Genau, und da sind wir dabei. Und die Jungs nehmen wir natürlich auch mit. Die nehmen wir mit, richtig. Genau. Und, ja, wird auf jeden Fall ein geiler Abend. Und ein geiler Abend. Und wie gesagt, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall, es wird heikel. Ja, Mann. Es wird heikel. Heikel. Sagt mir irgendwas. Ja? Sagt mir heikel. Irgendwas. Heikel. Heikel sagt mir auch was. Es wird heikel. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall heikle Geschichte. Brenzlig. Genau. Brenzlig. Ja, Mann, ja, Mann. Es wird brenzlig. Wie komme ich auf heikel, Alter? Scheiß drauf, Alter. Komm, gehen wir. Alter, Placo. Bis zum nächsten Wenn Mal. Wenn die Achse dein Schädelplatz, wie heißt es dann? Heißt es Platzachse und abonniere, nicht vergessen. Ich vergesse mal. In dem Link unten sind natürlich auch die Sachen. Ja, wie Uhren und. Genau. Haut rein, Jungs. In der Beschreibung. Ja. Wenn die Axt in der Kopf Platz, es ist Platzachs. Sandsack.